Seit wann gibt es Longbottom so viele Hausaufgaben auf? Also, wenn du das als hier bezeichnest, Devaney, dann solltest du nächstes Jahr auf gar keinen Fall Alte Ruhen wählen. Wenn du da nicht dran bleibst, kannst du deine Ausflüge nach Hogsmeade vergessen. Das macht euch Sorgen? Habt ihr den Tagespropheten heute nicht gelesen? Sorry, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, Dilly Lupugno beizubringen. Lupugno? Lupugno veranlasst kleine Gegenstände und Wesen dazu, jemanden anzugreifen. Meiner Meinung nach ein ziemlich fieser Spruch. Er sollte gar nicht unterrichtet werden. Blödsinn, er ist super zur Verteidigung. Oder für miese Streiche, ich gebe Jaina recht. Ist ja auch egal. Was stand denn im Tagespropheten? Clay. Er hat schon ein drittes Mal zugeschlagen. Schon wieder ein Muggel? Oh fuck, dass sie uns überhaupt noch nach Hogsmeade lassen. So viel dazu. Wo ging es denn jetzt nach Hogsmeade? Rechts. So stand es hier auch immer angeschrieben. Nein, links entlang. Ich war erst letzte Woche hier. Liz hat recht. Es ging links entlang. Was denn jetzt? Rechts oder links? Rechts. Nein, links. Das ist doch Kindergarten. Ich und Abby gehen rechts. Kommt mit oder nicht? Ja, dann viel Spaß beim Verlaufen. Wir bringen euch was von Betty Birds Bohnen mit. Bist du dir sicher, dass der Weg richtig war? Ja, Hogsmeade sollte gleich zu sehen sein. Das hast du aber schon vor 15 Minuten gesagt. Liz, wir sollten zurück. Wir sind doch gleich da. Liz, ich kann nicht einmal mehr Hogwarts sehen. Wie weit sind wir denn jetzt schon gelaufen? Liz, ich... Ja, ist ja schon gut. Du hattest recht, wir hätten rechts abbiegen sollen. Um zur Kreuzung zurück und dann nach Hogsmeade zu gehen, reicht uns die Zeit nicht mehr. Was schlägst du vor? Zurück nach Hogwarts? Am besten. Hast du eigentlich schon was von dem neuen Zauber gehört, der zurzeit in Hogwarts herumgeht? Nein, Bücher Zauber. Ernsthaft nicht? Jeder spricht davon. Ich hatte ihn schon nach dem zweiten Versuch drauf. Soll ich ihn dir zeigen? Ja, unbedingt. Meiner Meinung nach ein völlig unnötiger und zudem sehr gefährlicher Zauberspruch. Wenn wir nicht so weit weg von Hogwarts wären, würde ich ihn dir auch nicht zeigen. Warum hast du ihn denn überhaupt gelernt? Ich wollte wissen, was daran so lustig sein soll. Und er ist einfach der Wahnsinn. Pass auf! Skinnarius! Wow! Warum habe ich davon nichts mitbekommen? Der ist ja wunderschön! Lokomotor, was ist? Ein Muggel? Hier bei Hogwarts? Wir müssen sie oblivieren. Oh nein! Bitte! Nicht oblivieren, ja? Was? Du bist ein Squib? Gut, das erklärt, warum sie sich Hogwarts nähern kann. Nein, ihr hattet schon recht. Ich bin ein Muggel. Meine Schwester geht nach Hogwarts. Mann! Musste das sein? Dann löse ich das denn wieder auf? Jetzt spätestens 5 Minuten. Ich habe mich aber nicht richtig konzentriert. Das war ein Reflex. Also wird er sich wahrscheinlich schon etwas früher auflösen. Liz, lass uns gehen. Wir können sie doch nicht einfach hier so liegen lassen. Ja und? Sie ist selbst schuld, wenn sie uns hinterher schleicht. Warum schleichst du uns überhaupt hinterher? Ach, weißt du was? Es interessiert mich nicht. Liz, wir gehen jetzt. Jaina, was soll das? Alter, checkst du es nicht? Das ist Petunia 2.0. Sie ist ein Muggel. Ist schon in Ordnung. Ich störe euch nicht weiter. Tut mir leid, dass ich euch verfolgt habe. Geh du schon mal vor. Sorry für Jaina. Sie hat was gegen Muggel. Nimm's ihr nicht übel. Mach ich nicht. Ich bin sowas gewohnt. Warum hast du uns beobachtet?
suche meine Schwester. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit ich 2 Jahre alt war. Und das ist auch das Problem. Ich weiß nicht, wie sie aussieht und ich kenne nicht mal ihren Namen. Treffen wir uns morgen nochmal hier? Selbe Zeit? Ich würde dir gern beim Suchen helfen. Das würdest du machen? Ich würde mich schlecht fühlen, wenn nicht. Gut. Dann bis morgen. Habt ihr die Hausaufgaben in Kräuterkunde schon fertig? Ich habe schon genug mit alten Runen zu tun. Und außerdem, was soll bei Lombotten schon Schlimmes passieren, wenn die Hausaufgaben nicht gemacht sind? Also ich weiß ja nicht, was euer Problem ist. Ich bin schon mit beidem fertig. Alte Runen und Kräuterkunde. Boah, Jaina, du erfüllst doch wirklich jedes Klischee eines Ravenclaws. Also ich verschwende hier nur meine Zeit. Ich muss da jetzt echt ran. Bleib dir noch ein bisschen. Nur noch 5 Minuten. Was soll ich hier noch? Wir sitzen eh nur rum und starren Löcher in die Luft. Hast du den Tagespropheten gestern gelesen, Daisy? Dazu komme ich gar nicht mehr. Ich musste gestern vor dem Frühstück noch den Schrumpftrank für Zaubertränke brauen, um mein E noch zu erreichen. Es geht um Clay. Clay? Clay Sawyer? Es ist schon der 3. Muggel in 3 Wochen. Woher weiß man eigentlich, dass er es war? Das weißt du nicht? Wo lebst denn du? Er hinterlässt an jedem seiner Tatorte sein Zeichen, gemalt auf Boden oder Wand, in roter Farbe. Etwa Blut? Ja, Blut, aber nicht das des Opfers. Von wem denn dann? Warum glaubst du, wieso Clay Sawyer der Taten beschuldigt wurde? Sein eigenes Blut? Ja, als er letztens gesehen wurde, trug er auch einen Verband um den Arm. Aber warum sollte er das tun? Er hätte auch das des Opfers nehmen können. Wahrscheinlich wollte er, dass wir wissen, dass er es tat. Aber das gibt doch gar keinen Sinn. Wolle er nur wahllos Muggel umbringen, würde das sein Vorhaben doch nur gefährden. Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt. Er führt was im Schilde und das Ministerium weiß nicht was. Sag mal, Jaina, wo ist eigentlich Liz? Liz, die hängt gerade mit ihrer tollen neuen Muggelfreundin ab. Der Ort hier ist ja wunderschön. Woher kennt sie ihn, Ruby? Ich streife oft um Hogwarts und halte Ausschau nach Schülerinnen. Dabei habe ich ihn entdeckt. Sag mal, bist du dir sicher, dass du gar nichts über deine Schwester weißt? Ich meine, es muss doch irgendwelche Fotos oder Bücher über sie geben. Liz, es ist hoffnungslos. Ich werde sie nie finden. Sagst du was nicht, Ruby? Unsere Eltern sind Muggel. Als sie herausfanden, dass meine Schwester magisches Blut in sich trug, gaben sie zur Adoption frei. Sie meinten es nicht böse. Sie wollten, dass aus ihr eine mächtige und intelligente Zauberin wird. Sie gaben sie an eine reinblütige Zauberfamilie. Dann war sie weg. Ihre neuen Eltern änderten ihren Namen und wir hörten nie wieder etwas von ihr. Die Familie wollte nicht, dass sie Kontakt zu Muggeln aufbaut. Das Einzige, was wir erfuhren, war, dass sie einen Brief von Hogwarts zugeschickt bekam. Und das war der Tag, seitdem ich hier herumschweife und sie suche, aber niemals finden werde, weil ich ihren verdammten falschen Namen nicht kenne. Ihr Name war Rue. Rue Wyler. Du wirst sie finden, das verspreche ich dir. Sag mal, hast du nicht Angst? Du meinst wegen diesem Arschloch, das Muggel umbringt? Nein. Soll er doch kommen. Du lügst, Ruby. Und die Hoffnung hast du auch noch nicht verloren, sonst würdest du lange nicht mehr um Hogwarts herumschweifen.
Es ist Solis. Die Chance besteht, dass ich meine Schwester schon längst gesehen habe. Oh fuck, sogar du könntest meine Schwester sein. Vielleicht habe ich Hoffnung, ja. Vielleicht aber auch nicht. Leute, ich würde dann... Ist das dein verdammter Ernst? Du hängst nur noch mit deiner ekelhaften Muggelfreundin herum. Und was mit uns? Ha? Ihr Name ist Ruby und ich will ihr nur helfen, ihre Schwester zu finden. Du vernachlässigst gerade deine wahren Freunde. Merkst du das eigentlich? Das ist doch gar nicht wahr! Und ob das wahr ist? Wir können das klären. Shayna, was? Es reicht, Jenna. Du gehst zu weit. Was ist los mit dir? Lass sie doch in Ruhe. Wahre Freunde also, ja? Oder liegt es nur daran, dass sie ein Muggel ist? Ruby? Ruby? Oh nein! Ruby! In Karzerus! Damit kommst du nicht durch! Das Ministerium wird dich finden und den Azkaban einsperren! Du elender Verräter! Und Nachahmer des dunklen Lords! Du hältst jetzt lieber mal die Schnauze oder willst du, dass ich dir das Maul stopfe? Schon bald wird der vierte Horcrux erschaffen sein. Ein lächerlicher Schlüssel? Was Besseres fällt dir wohl nicht ein, was? So, so. Und ich dachte, du willst wissen, wer deine Schwester ist, Ruby Wyler. Woher kennst du meinen Namen? Wer ist sie? Woher willst du eigentlich wissen, dass... Zu viele Fragen auf einmal, Ruby. Glaubst du ernsthaft, deine Schwester sei das einzige magische Blut in deiner Familie gewesen? Oh nein. Was soll das bedeuten? Na los, rück raus! Ach Ruby, mein Name war und ist niemals Clay Sawyer gewesen. Mein Name ist Clayton Wyler und ich bin dein verdammter Bruder. Nein. Oh doch, deine dreckigen Muggeleltern gaben mich weg. So wie deine, unsere Schwester. Ich möchte nur Rache nehmen, Ruby. Rache an allen dreckigen Muggeln da draußen. Wie ist ihr Name, Clay? Wer ist meine Schwester? Jaina McGone. Liz, es tut mir leid. Ich weiß, es war scheiße für mich, aber du weißt ja, meine Eltern... Jaina, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist wer? Clay hat sie. Er wird sie umbringen. Ich muss zu ihr. Liz, warte! Ich glaube, es ist soweit. Ich habe lang genug gewartet. Sag gute Nacht, Ruby. Gute Nacht! Es ist Jaina, Liz! Jaina ist meine Schwester! Und er ist unser Bruder! Was? Avada Kedavra! Excalibur! Erzähl mir alles, Liz. Erzähl mir alles, was sie dir erzählt hat. Ich konnte sie noch nicht einmal mehr kennenlernen. Ich bring ihn um! Ich bring dich um, Clay!